Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tavernenmaster. Nach der Pause oder auch die gezwungene längere Pause geht's wieder weiter. Ich habe mir nur eine große Sache aufgeschrieben fürs Weitermachen, weil ich mir schon dachte, so ein kleiner Gedankenanstoß wird helfen, war mehr Tische. Dass wir einfach mehr Tische brauchen für mehr Gäste. Wir haben leider gerade nicht allzu viel Geld, deswegen würde ich sagen, gehen wir mal direkt rein in den nächsten Tag. Und wir sind von 200 Gästen, die kommen könnten, direkt auf 95 runtergefallen. Dadurch, dass heute ein Unwetter ist, was natürlich unschön ist, um Geld zu verdienen. Ja, jetzt müssen wir erstmal Geld verdienen. Dadurch, dass wir Gehalt und alles bezahlen mussten, haben wir, glaube ich, ein bisschen mehr Lohn. Aber mit Edwy stehe ich ja eh so ein bisschen, oder da kann ich mich nur daran erinnern, dass ich überlegt habe, da sogar jemand anderen für einzustellen, weil der ja immer mit der Laune nicht ganz so gut ist. So, jetzt hier aus, hier müssen wir unbedingt nachkaufen, können wir uns nicht leisten. Oh, das könnte unschön enden. So, wir hatten ja null Zutaten, wir hatten noch eine Veranstaltung oder nicht? Mal kurz zurückgehen, so. Da haben wir doch. Okay, dann haben wir Madeline doch. Oder wir haben es ja zurückgetan, dass Madeline Getränk gemacht. Oder das habe ich dann so gemacht. Ne, dann machen wir das nämlich wieder raus. Bin ich zwei für To-Go-Tresen? Okay. Brenner hilft auch. Okay, das passt erstmal alles von der Einstellung her. So, jetzt sind wir noch 42 im Minus. Hier haben wir noch genug drin in den Kisten. So, kaufen wir schon mal ein bisschen Weizen. Na, hier müssen wir auf jeden Fall auffüllen. Mindestens 10, mindestens 20. Das gekocht werden kann. Erstmal das Gemüse, das ist noch vergleichsweise günstig. So, damit sollten wir den Tag jetzt hoffentlich erstmal rumbekommen. 10, 10, 10, 10. Pilze sammelt sich so langsam an. So, können wir hier was machen? Linie 50, seltene Kunden, in denen du Veranstaltungen organisierst. Das dauert noch. Serviere einen ganzen Tag lang nur Hauptgerichte, besitze drei Teppiche und bediene so und so viele Kunden. Oder können wir kurz auch ruhig warten. Jetzt kriegen wir nämlich auf jeden Fall abgeschlossen. Dann gibt es ein neues Rezept. Zack, dann nehmen wir mit. Menü. Reguläres Essen. Machen wir ruhig mal ein bisschen langsamer. Aber hat sich doch gut gefüllt. Und das jetzt nur bei 95 statt 200. Also deswegen das mit den Tischen. So, können wir hier was upgraden? Nein. Haben wir was für die Champignons? Nein. Das ist dann Eventessen. Da ist die Pilzsuppe. Schließe weitere Aufgaben ab. Also ist das dann. Moment, haben wir morgen eine Veranstaltung? Oder hatten wir eine? Ich meine Tag irgendwo? Gerade nicht. Aufgaben. Pilzsuppe. Das könnte eine Pilzsuppe sein. Okay, das ist ja richtig weit hinten. Wir einen ganzen Tag lang nur Hauptgerichte, könnten wir eigentlich für den nächsten Tag. Oh, das machen wir. Das gibt einfach mehr Geld. Das lohnt sich. Und jetzt ja, machen wir hier nämlich keins. Keins. Und dann haben wir nur Hauptgerichte am nächsten Tag. Dafür. Das war falsch. Dafür brauchen wir Fleisch, Gemüse und Weizen. Gehen wir hier ruhig mal auf 20 hoch. Hier auch. Hier die erste Seite voll, würde ich sagen. Also das würde ich einfach auch, ne, erstmal ruhig hier rein investieren. Und
und dann gucken, was so übrig bleibt. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall genügend Essen. Tageszusammenfassung. Sitzplätze insgesamt 76. Das ist halt wirklich nicht so viel. Durchschnittliche Belegung 73. Aber trotzdem haben wir es geschafft, 105 Kunden heute zu bedienen. Essen zubereiten hat am längsten gedauert. Obwohl wir sogar zwei Köche haben. Aber vielleicht ist das eine Geschichte wegen nur einem Kochfeld und allem. Aber dafür haben wir gerade wirklich nicht das Geld. Was verdient er denn? Oh, könnte er Level up für 57 würde er dann verdienen. Ich weiß, ich kann keinen Barkeeper einstellen, weil ich den zuordnen müsste. Zu einer Bar und wir haben ja nur die eine. Liebäuge so ein bisschen. Achso, Isaac und Randul können beide mit der Erfahrung mithalten. Acht Getränke wäre natürlich auch nicht schlecht. Wir dann einfach mal gucken, was wir mit einem anderen machen. Ich finde den Namen Isaac ein bisschen schöner, deswegen würde ich Isaac einstellen und, oder wir können das mal eben probieren. Genau, das geht nämlich eben nicht. Er ist Level 6, ja, aber er hat immer schlechte Laune, deswegen feuere ich ihn. Und wir gehen mit Isaac. Der Rest ist okay von der Zufriedenheit her. Da kommt er. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in den nächsten Tag. Ah, da ist der Dieb. Wir haben allerdings noch einen guten Wächter. Ah, und jetzt haben wir wirklich eine Veranstaltung. Dass diese Quest genau jetzt kam. Jetzt haben wir ein neues Rezept. Und das Rezept ist ein grüner Erbseneintopf. Achso, dann müssen wir bis zum nächsten Tag warten, weil jetzt haben wir natürlich hier Käse, Erdbeeren, Bohnen und Fleisch. Bohnen haben wir nicht. Oh, warte mal. Dann muss ich das Rezept, glaube ich, erstmal rausnehmen. Achso, das war draußen. Käse und Erdbeeren. Und davon haben wir. Erdbeeren haben wir, Käse haben wir. Ein bisschen Geld ist da. Erdbeeren könnten wir uns wiederholen. Käse auch. 40 und 15. Ja, so viel haben wir leider hier nicht. Dann gehen wir mal ein paar Moment, irgendeine Sache hatte zweimal Erdbeeren. Dann würde ich mal denken, dass da auch mehr Erdbeeren heute rausgehen. Ja, bei Erdbeeren haben wir 18, Käse haben wir sogar 20. Dann würde ich gucken, kann man eigentlich alle nehmen, die unterwegs sind. Ja, ihm. Ach, da, wir haben sogar einen Randul schon. Moment, haben wir dann nicht auch die Quest mit bediene so und so viele durch Veranstaltungen? Drei, gerade waren es glaube ich zwei. Das ist dann morgen. Teppiche, ja eigentlich können wir vorspulen. Heute ist ja nicht viel zu tun. Gegen Ende des Tages würde ich mal gucken, dass wir nochmal ein bisschen Geld investieren in weitere Tische. Bei plus 5%, da wären wir ja dann gar nicht mal so schlecht dabei gewesen. Wenn das jetzt ein normaler Tag wäre. Achso, Moment. Wir müssen mal pausieren. Okay, das haben wir sogar an. Küchenutensilien Teil 2 geht auch noch. Das würde ich vielleicht mal als nächstes angehen. Mit der Küche. Weil ich glaube, das wird irgendwann auch, da wird auch irgendwann der Punkt kommen, dass wir die umbauen. Wenn die da wirklich gerade irgendwie sich gegenseitig blockieren, weil alles so lange dauert, werden wir das, glaube ich, dann irgendwann mal umbauen. Frage ist aber, wann brauchen wir die nächste Etage? Weil ich habe gesehen, die kommt nämlich dahinter. Aber da brauchen wir auch goldene Gäste für. Was können wir uns denn eigentlich noch leisten? Okay, wir haben nur noch diese sechs Felder da. Also so viel geht auch unten gerade nicht mehr. Ja, wir brauchen auf jeden Fall mehr Tische.
Aber gut, hier würde ich auf jeden Fall noch voll machen. Hier vorne kann man noch ein bisschen was umplatzieren, natürlich, wenn kein Gas da ist. Aber die trinken Gott sei Dank ganz gut. Wie sieht's da aus? Ich habe vorhin einmal nachgeguckt. Bier und Ale ist okay. Ich würde sagen, ja, die Küche muss ja eigentlich immer unten sein, oder? Wenn wir dem To-Go essen, sonst müssen die ja richtig weit laufen. Gäste brauchen wir auch gerade nicht mehr. Ich würde schon mal ein bisschen bei der Etage anfangen. Ich weiß nicht genau. Jetzt können wir eigentlich wieder bei Play drücken. Wann wir hier welche bekommen. 3000 ansehen. 10 Bohnen. Okay, das geht ja sogar. Achso, und hier steht sogar, wir brauchen dann so und so viele Erdbeeren. Ich habe 0. Alle sind rausgegangen. Ja, hätte man vielleicht sogar mal ein paar mehr gebrauchen können. Aber wenn es dann nur gerade am Ansehen scheitert und an den Bohnen, das geht ja sogar. Das habe ich mir ein bisschen schlimmer vorgestellt. So, 0 Uhr. Plus 1300 ist okay. 50 Gäste. Wenn die da ganz entspannt mal abräumen. Auch die sind sogar schon fertig. Ich würde dann jetzt hier ein bisschen. Die Frage ist, können wir das vielleicht auch einfach so machen? Müsste ja trotzdem funktionieren. Weil sonst würden die ja hier auch meckern. Ich hätte hier nämlich gerne einen etwas breiteren Weg, weil ich finde, das sieht einfach ganz gut aus. Und ich will ein bisschen von der Tür weg. Ich habe überlegen, wenn wir so machen. Sind wir okay von der Tür weg, sage ich mal. Man kann mal entspannt rein und raus. Und hier hat man nochmal so einen kleineren Zwischenweg. Das finde ich eigentlich ganz gut als Lösung. Und wir haben im Endeffekt dann halt trotzdem irgendwie Platz gespart. Dann kommen wir ruhig einen dieser Tische. Wir müssen auch nochmal gucken, dass gleich alle im Licht sind. Passt hier was hin? Ja, so eine kleine Tanzfläche kann man gerne lassen. Das würde ich auch so nach hinten ziehen. Natürlich keinen vernünftigen Gang in der Mitte. Wir brauchen irgendwo nochmal was an der Decke. Ein Kronleuchter irgendwie hier vorne. Richte ich erstmal ein. Gucken wir gleich mal nach einem Kronleuchter. Oder vielleicht als erstes. Bei denen werden wir brauchen. Oh, 300. Den werden wir nämlich brauchen. Können wir halt erstmal ganz gut hier hinsetzen. Dann nehme ich mal das. Würde ich ruhig dahin. Weil dann haben wir einfach nochmal Licht. Und wir haben jetzt noch 1450. Eine Reihe würde ich gerne halt schon mal machen in der Folge. Einfach, dass wir halt ein paar Tische gebaut haben. Jetzt auch schon mal 12 Sitzplätze. Ist jetzt nicht die Welt, ich weiß. Aber finde ich einen Anfang. Und wenn wir schon ein bisschen was für die. Achso, hier, sowas schalten wir dann zum Beispiel frei. Was ist das? Platz für eine Kellnerin. Ach, dann stellt sie sich einfach dahin und wartet, wie wir das hier vorne haben. Hätte ich halt auch ganz gerne hier hinten irgendwo gehabt. Spezielle Sachen brauche ich gerade nicht. Ah, das ist das. Lichtdekorationen. Ich war jetzt am Überlegen, hier nochmal ein Fenster reinzumachen. Und so was wie Fenster müsste das auch nicht auch hier sein. Und nochmal ein Vorhang, weil das summiert sich ja dann. Ist das da drunter?
Das ist jetzt nicht viel, das sind jetzt 100 Punkte, die wir nochmal gekriegt haben. Und wir haben jetzt ausgegeben 200, 350. Gerade auf der Seite, achso, das können wir auch nochmal machen. Auf der Seite finde ich das okay. Hier könnte man das auch überlegen. Weil hier ist ein Wald, vielleicht eher hier Richtung Wasser, könnte ganz gut aussehen. Und hier müssen wir nochmal ausbauen. Müssen wir nicht jetzt machen. Ich würde sagen, einen Tag machen wir nochmal. Dann nochmal die Quest, oder was haben wir jetzt hier? Achso, stimmt, das sollten wir noch annehmen, weil das aktualisiert sich gleich. Besitze drei Teppiche, kommt noch. Das machen wir jetzt am nächsten Tag. Die Niedrigkellnerin klingt gut, aber wird jetzt in einem neuen Tag nicht machbar sein. Randula hat leider noch kein Level up, sonst hätte ich den so zufriedener gestellt. Okay. Gehen wir in den nächsten Tag. 190 Gäste wollen versorgt werden. Geld ist noch im Minus. Aber das sollte sich dann jetzt ändern, weil am ersten Tag waren wir 400 im Minus, jetzt 130 ist okay. Hier sind wir gut gefüllt. Auch wenn natürlich alle Erdbeeren irgendwie weg sind. Aber ich würde gleich mal, wenn wir ein bisschen Geld haben, am Tisch gucken, was denn Bohnen oder Erdbeeren kosten. Das würde ich gerne wieder auffüllen. Verdiene Kunden könnten wir heute schaffen. Das schaffen wir heute nicht. Das werden wir, denke ich, zum Abschluss machen. Ja, nochmal kontrollieren, ob das auch alles richtig eingestellt ist. Ja. Jetzt kriegen wir denn hier 37. Oh, hier gibt es schon ordentlich Geld. Wenn wir dann einen Tag nur Suppen haben. Ach ne, Moment. Dessert müsste ja Nachspeisen sein. Aber da gibt es auch ordentlich an Geld. ...3% Chance, 2% auf Gold haben wir sogar. Okay. Vielleicht kommt da mal irgendwann einer. Können wir denn irgendwas gerade machen? Nee, wir warten einfach auf die neue Etage. Da fehlen noch 10 seltene Gäste. Wir sind im Plus. Aber das reicht doch nicht für viel. Das kostet hier so ein Upgrade. 500. Wie viel Bier haben wir noch? 44. Das reicht auch erstmal noch. Küche, ja, wie gesagt, ist ja gut bestückt. Bohnen, 4 Stück für 172. Das sind nicht so viele, wie ich mir erhofft habe. Aber wir bräuchten 10. Das heißt, irgendwann müssten wir mal damit anfangen. Und wir haben gerade das Geld. Und wir brauchen auch alle. Dann sollen die das gerne mal starten. Weil die sind ja mal 2 Tage unterwegs. Also natürlich, wenn wir am nächsten Tag dann auch noch was, ja, welche losschicken, dann könnte man theoretisch auch einen Tagesrhythmus hinbekommen. Aber wie wir sehen, wir sind halt doch relativ voll. Da stehen einige Getränke. Er konnte einfach nichts mehr dahinstellen, weil nichts abgeholt wird. Du musst mal ein Level abschaffen. Dir fehlt nicht mehr viel. Es ist nicht mehr so viel. Dann würde ich dir das auch gerne gönnen. Oh, einen goldenen haben wir da. Hier waren natürlich schon wieder echt viele Menschen. 4 Stück finde ich schon viel. Aber wir haben noch 2 Leute, die sich darum kümmern sollen. Achso. Brenda macht halt auch Essen. Wann kommt die Elite-Kellnerin? 15 Punkte, das ist halt nicht wenig. Also das dauert halt. Vielleicht nochmal jemanden nur fürs Essen. 5 Leute ist schon echt viel, die da stehen. Und die bringen halt Geld. So. Stimmung ist mir egal. Servierte Getränk wollen wir nicht. Serviertes Essen haben wir Lana. Lana ist auch schon Level 6. Du machst bitte auch nur to go. Lohn 40. Wenn wir
zwei, drei Essen am Tag machen. So mit kleiner Prio. Auch nochmal Essen machen. Aber dass hier zumindest zwei Leute beschäftigt sind. Ah, jetzt haben wir wieder Feuer. Ein Feuer ist ausgebrochen auf Etage 0. Gebe deinen Angestellten Befehl zu löschen. Sie werden ihr Bestes tun. Ach ja, das kostet jetzt richtig Geld. So, du bist gerade schon hier in der Ecke. Du nimmst bitte das und du nimmst da. Und wo haben wir denn das Feuer? Ach, da hinten. Weiterspielen. Ja, da will ich auch mal mehr eigentlich haben, muss ich gestehen. Gerade in der Küche könnte man einfach auch ohne Probleme noch was hintun. Das kann man jetzt gerade noch nachhelfen, oder? Nee. Boah, 700? Macht den ganzen Tag kaputt. Und ich weiß jetzt nicht, ob jetzt noch Gäste kommen. Doch. Wir waren jetzt schon eigentlich schnell. Muss man auch zugeben, das hier mit den Lampen finde ich eigentlich ganz schön noch. Vielleicht sollte man da nochmal nachhelfen, nachbessern. Spezial wird doch Feuer sein, oder? 50. Kann ich einfach irgendwo hinstellen? X. Okay, dann stelle ich das da hin. Dann haben wir nochmal zwei. Aber gut, dass nochmal einige Gäste kommen. 175 ist okay. 23 bedient ist natürlich da. Da bleibt heute einiges aus. So, Geld ist da. Dann kaufen wir das hier. Dann können vier Mitarbeiter das Feuer löschen. Wir haben halt nur eine Etage. Das finde ich halt noch auf jeden Fall okay. Und ich war am Überlegen, weil ich das Licht echt schön finde an der Stelle. Oder eine normale Fackel. Also es gibt beides? Nee, das wird nicht gehen. Mach das. 50 und... Normale Fackel hat schon irgendwie was. Wenn es keinen Unterschied irgendwie macht, würde ich, glaube ich, sogar die auch nochmal Fackeln anbringen. Achso, wir können es nur eine leisten. Jetzt ist die Frage. Da zahlen wir auch gutes Wachs für. Wie viel zahlen wir an Wachs? 125. Aber gut, bringt Ansehen. Sieht gut aus. Hat auch, finde ich, mehr als die normale Kerze. Oder man macht das, haben wir leider Minus gemacht, habe ich mir gedacht, oder man macht das irgendwie um die Bühne herum. Bringt natürlich auch Unruhe rein, wenn sich da so viel bewegt. Aber ist okay. So, 2755 Ansehen, das haben wir auch. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach das mit den Desserts durch. Einfach Punkte machen, weil das sind Quests, die können wir halt easy machen. Reguläres Essen. Dann wollen wir keine Hauptspeise und alle Nachspeisen. Dafür brauchen wir einfach nur Weizen und Äpfel. Das heißt, das ist auch günstig. Das voll und das so gut es geht. Dann ist das Geld auf Null. Dann starten wir zwar mit einem Minus im nächsten Tag. Aber das machen wir am Donnerstag. Donnerstag gucken wir weiter rein. Donnerstag spielen wir weiter, um auch weiter in der Forschung zu kommen, ein paar Bohnen zu generieren. Vielleicht auch nochmal zu gucken, dass wir... Ja, müssen wir gucken. Gucken wir uns einfach an, was wir dann, in welche Richtung wir gehen. Erstmal brauchen wir nochmal ein bisschen Geld. Und ja, ich würde sagen, wir gucken einfach entspannt am Donnerstag. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Sage bis Donnerstag. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.